das schon. 3 Tage später an der Küste von Lord Daeron. Lord Darion. Lord Daeron. Lord Daeron. Gute Frage. Aber ich traue den Donuts nach und frage mich, ob ich das Big Pack hätte nehmen sollen. Na klar. Na klar hätte ich. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht blicken lassen. Hoffentlich war es kein Fehler, ihm zu vertrauen. Das hoffe ich auch. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie eintreffen. Dann müssen wir dieses Lager sofort vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Jawohl, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grommash Höllschrei? Er und der Kriegshymnen-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Höllschrei gehört. Verdammt, Grommash. Wo zum Teufel steckt ihr? Grommash Höllschrei, das ist doch auch ein Held, oder? War der Fral der Krieger? Der blinkende Button am oberen Bildschirmrand zeigt an, dass eure Quests aktualisiert wurden. Klickt auf Quests, wenn ihr mehr über eure Ziele erfahren möchtet. Errichtet einen Stützpunkt, errichtet einen Bau, errichtet eine Kriegswerkstatt, errichtet eine Kaserne, bildet 5 Grunzer aus. Die Ork-Horde wird bald ankommen. Dieses Lager muss für ihre Ankunft vorbereitet sein. Wie sieht's aus? Leck's gerade schlimm oder geht's? Das ist schon scheiß, ey. Scheint echt deutlich runter zu gehen. Naja, komm. Es wird schon gehen. Beschwert euch halt, wenn es zu schlimm wird. Ihr beschwert euch, wenn es zu schlimm wird. Ansonsten ignoriere ich das. Nee, Garrosh ist der Held und Grommash ein Krieger. Legendary Minion. Genau, Garrosh, okay. Garrosh gleich Krieger, Thrall gleich Schamane. Wir haben doch hier ein Skillstone Main, genau, wusste ich Damit ihr doch. einen Stützpunkt gründen und mehr Truppen anwerben könnt, mit Ups. Peons können in Goldminen wie dieser hier Gold abbauen. Wählt dazu einen Peon aus und befehlt ihm mit Rechtsklick auf die Mine, dort Gold zu schürfen. Ach Wenn ihr einem so. Peon befohlen habt, Gold abzubauen, transportiert er es automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Hauptgebäude hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Befehlt ihnen, in derselben Mine abzubauen. Yeah. Servus Kalaris, einen schönen guten Oben Abend. rechts seht ihr, wie Hallo. viel Gold ihr zurzeit habt. Hallo und Wenn herzlich Peons willkommen. mit Gold in euer Hauptgebäude zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Eine Einheit auszubilden erfordert Zeit. Wenn ihr das Haupthaus ausgewählt habt, seht ihr in der unteren Bildschirmmitte eine Fortschrittsanzeige. Bereit zur Arbeit. Bereit Ihr zur habt Arbeit. gerade einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. Wenn die Ausbildung einer Einheit in diesem Gebäude abgeschlossen ist, bewegt sie sich automatisch zum Sammelpunkt. Um einen hier Sammelpunkt ist festzulegen, wählt eins eurer Gebäude aus, das Einheiten produziert, und markiert die gewünschte Stelle mit Rechtsklick auf den Boden. Okay, die Orks sind hier drin, ha? Die kann man gar nicht ablenken. Die bleiben da praktisch drin, wenn sie was bauen. Zusätzliche Orkbaue, um eine größere Bevölkerung zu versorgen. Bau errichten. Baue liefern die Versorgung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden das könnt. Kann ich. Um einen Bau zu errichten, wählt zuerst einen eurer Peons aus. Um den Holzabbau zu beschleunigen, könnt ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, im Wald Holz zu sammeln. Was? Holz? Bereit zur Arbeit. Was ihr die Scheiße, dann das auf ist der doch fähig, Befehlskarte Alter. auf den Button Gebäude errichten. Auf der Befehlskarte stehen jetzt weitere Buttons zur Verfügung. Klickt auf den Button Errichten, um einen Orkbau zu errichten. Bewegt jetzt den Mauszeiger an die Stelle, an der das Gebäude stehen soll. Wenn ihr eine geeignete Stelle gefunden habt, könnt ihr per Linksklick darauf mit dem Bau beginnen. Alles klar. Alles klar. Bildet weiter Grunze aus, bis ihr die Questanforderung erfüllt habt.
Muss was getan werden? Muss was getan werden? Arbeit abgeschlossen. Okay, also das ist praktisch das... Wo ist mein Dings hier? Wo ist mein Trupp? Kriegswerkstätten enthalten zahlreiche Forschungen, mit denen ihr eure Truppen verbessern könnt. Wählt eure Kriegswerkstatt aus, um zu sehen... Ja, okay, also wir können Stahlnahkampfwaffen, damit tun wir die Damage erhöhen und wir können Rüstung erhöhen. Wie viel Rüstung hat man? Natürlich eine. Alle verfügbaren Forschungen erscheinen als Buttons auf der Befehlskarte der Kriegswerkstatt. Mit Linksklick auf einen Button beginnt ihr die Forschung. Wir brauchen mehr Holz. Mein Leben. Jetzt, wo der Orgbau fertig ist, kann der Peon, der ihn errichtet hat, für andere Arbeiten eingesetzt werden. Können auch nochmal einen Peon machen. Also, dass das keine Raststofffunktion ist, hat ein bisschen kacke, ey. Meister? Beziehungsweise, man kann die Shortcuts. Die Shortcuts kann man halt wechseln wohl. Also jetzt muss man irgendwie außerhalb machen. Über ein Ini-File und nicht also hier wie normal im Spiel. Machen wir hier Kriegswerkstatt. Aktuelle zukünftige Truppen. Gucken, wie viel stärker das unsere Viecher macht. Die Geister sind ruhelos. Haben wir eigentlich, da kann man doch irgendwie auch die Spielgeschwindigkeit einstellen. Spieltempo schnell, das haben wir sogar schon eingestellt, sehr gut. Beim richtigen Spiel ist es nämlich dann auch schnell, das heißt, wir machen es hier am besten auch direkt schnell. Was ihr wollt, ein Leben für die Horde. Alles klar. Können wir da eigentlich zwei hinschicken? Können die da zu zweit arbeiten? Das geht ja immer nur einer. Ja, es geht echt nur einer. Krass, Orks können das nur, alleine so ein Dings bauen. Ich weiß nicht, ob andere Völker das schneller können. Also, dass wenn du mehrere hinschickst, dass es dann mehrere bauen. Wobei bei StarCraft ist es ja auch so, dass jeder nur eins machen kann, gell? Egal welche Rasse. Mein Leben für die Horde. Yeah, wir haben eine Armee, Leute. Forschung abgeschlossen. Das ist schon. Das sind die scheiß Menschen. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Das Allianz-Internierungsgesetz. Sie sagen, sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen sie Grommash. Hoffentlich nicht. Aber wenn sie Höllschrei gefangen haben, wird es ihnen noch leid tun. Loktauga! Kommt, Krieger! Wir müssen die Menschen zurücktreiben! Ein Tarotasser da. Unsere Stadt wird angegriffen, was ihr wollt! Ist ja keine Ahnung. Ich bin der Krieger. Unsere Stadt wird angegriffen. Oh, der Turm packt das ja allein, oder? Ihr beide hier angreifen. Das wird knapp. Also und weiter. In den linken Ecken des Bildschirms ein- und ausgeschaltet. Die Geister sind ruhelos. Mein Leben für die Horde. Formationsbewegung ein- und aus. Okay. No, der Turm. Der muss leben. Der Turm muss leben. No. Wir werden angegriffen. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Ich kann mir nicht bauen. Bewegt Tal und eure restlichen Einheiten über die Brücke und sucht Grommash. Die elenden Menschen wurden vernichtet, ey Leute. Meister? Loktar. Hättest du eigentlich auch als Menschen spielen können? Nee. Das ist die Spielkampagne. Also bei später, im Multiplayer gibt es vier Rassen, beziehungsweise wird es in Kampagnen wirst du wahrscheinlich die unterschiedlichen Rassen spielen. Es gibt Menschen, es gibt Orks, es gibt Untote und Nachtelfen. Das sind die vier Rassen in Warcraft. Mein Leben die Geister sind ruhelos. Ich kann da keinen Zusatz machen, oder? Geht das? Ondabu. Geht das bis zu 12, kann ich hier, glaube ich.
Für die Ehre. Biased. Arbeit abgeschlossen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Also ich denke mal, dass das halt, also das ist die Prolog-Kampagne, das wird wahrscheinlich so ein bisschen eine Tutorial-Kampagne sein. Und dann fängt es mit der Menschen-Kampagne tatsächlich an. Die hat mir ja gesehen, die hätte ich schon auswählen können. Alle anderen kann ich nur nicht auswählen. Was wir wollen. Ja. Ich bin mal gespannt, ob es auch noch hart wird, das Spiel. Also weiter. Bisher ist es zu easy. Zerstört das Tor. Ich bin der Kriegshäuptling. Die Geister sind ruhelos. Wir kommen. Ondabu. Meister? Was wir wollen. Zeit zu sterben. Ja, mein Leben für die Meister. Toll, das war nur ein Kunstler, Leute. Also weiter. Und Dabu. Dani noch da, Chut auch noch da, oder habt ihr keinen Bock mehr und habt ausgemacht? Ja. Ja? Alter, ein Schamane. Ich hab grad gedacht, was ist das für ein ekliges Viech? Verstanden. Weil das sah so aus, als wäre das irgendwie so ein keine Ahnung, Wurmviech. Aber der hat einfach nur eine Dings an, ey. Ein weiser Plan. Was kann der reinigen? Entfernt alle Stärkungseffekte von der Zieleinheit und verringert ihre Bewegungsgeschwindigkeit um den Faktor 5. Gereinigte Einheiten erhalten ihre Bewegungsgeschwindigkeit im Verlauf von 15 Sekunden zurück. Die Geister sind ruhelos. Okay, okay. Wenn ihr mehrere Magiebenutzer gleichzeitig steuert, müsst ihr oft schnell zwischen ihnen wechseln, um ihre individuellen Zauber zu wirken. Mit Hilfe von Untergruppen könnt ihr das tun, ohne jeden einzeln auswählen zu müssen. Wie ihr seht, werden die aktuell ausgewählten Einheiten in der unteren Bildschirmmitte durch kleine Porträts dargestellt. Eins dieser Einheitenporträts ist gelb umrahmt. Das ist die Untergruppe, die gerade im Fokus ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder mit Linksklick ein nicht hervorgehobenes Porträt auswählt. Dadurch wird diese Untergruppe hervorgehoben und ihre Zauber werden auf der Befehlskarte angezeigt. Okay, ich kann mit Tabs zwischen den wechseln. Kannst zum Beispiel von ihm wechseln auf ihn und dann damit. Aber das ist halt. Da musst du halt die ganzen Shortcuts auswendig kennen, wenn du es nicht auch im Raster hast. Muss ich gucken, dass ich das im Raster einstelle. Ich bin der Kriegshäuptling. Nice, Level 3. Fernsicht, scheiße, wie man hier. Kettenblitz. Also Kettenblitz weiter. Ist ja Shit. Für die Ehre. Richtig Schaden, ey. Ja. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir können nämlich, glaube ich, nur 12 Stück in eine Steuerleiste. Das ist halt wirklich lächerlich eigentlich. Verstanden. Müssen wir eine zweite aufmachen hier. Meister. Ein weiser Plan. Oh, jetzt geht's aber ab. Wir haben herausgefunden, wo sie Grommas festhalten. Aber das Gebiet ist mit befestigten Wachtürmen gesichert. Zerstört sie! Hellschrei muss befreit werden! Die Geister sind ruhelos. So, jetzt verfehlt uns. Haben jetzt alle, wir haben alle. Die beiden haben noch zwei, glaube ich. Wir müssen halt unterschiedliche Shortcuts reinmachen. Also weiter. Also die unterschiedliche Gruppierung. Jetzt habe ich auf 1 und auf 2. Sieht man es irgendwo eigentlich? Ich glaube nicht, oder? Muss was getan werden? Unnötige Arbeit. Muss was getan werden? Also weiter. Ja. Was dann. Schön jetzt so. Leitet mich. Lockregal, Lokule. Kann ich helfen? Also weiter. No, mein Boy. Achso, scheiße. Ich will nur den ein. Geht das nicht? Wie geht das? Kann ich das nicht? So muss ich das machen.
Loktar. Also, die Lebensanzeige, kann ich das nicht einstellen? Wahrscheinlich schon irgendwie, ha? Ja. Ondabu. Halt schon wichtig. Grommasch, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Kleiner Bruder. Gut. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Haha. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See steigen. Nice, lass uns die Schiffe der Menschen klauen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Da ist der Rest der Horde, Leute. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Alle. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Wir müssen auf die Horde warten, auf alle 10, Leute. Alle 10. Junger Thrall, siegelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Das glaube ich nämlich auch. Warcraft 3, hab gehört, Warcraft 3. Servus, Rararata, hallo, einen schönen guten Abend. Ja, ich hab's mir lange überlegt, ob ich es mir hole. Weil es hat ja schon einen ordentlichen Shitstorm abgekriegt. Aber ich habe mich jetzt doch entschieden, es zu holen. Weil ich hab's tatsächlich noch nicht gezockt. Ich hab's noch nicht gezockt, Warcraft 3 Reforged. Oder Warcraft 3 allgemein. Dann habe ich gedacht, das könnte auch cool im Spiel werden. Ich habe eigentlich echt Bock auf ein RTS-Game, dass ich dann auch ein bisschen Multiplayer zock.